Wow, Videospiele sind echt eine schöne Sache. Schon seit klein auf begleiten sie uns und haben uns nicht nur eine schöne Erinnerung beschert. Fakt ist aber auch, dass Videospiele ein Business sind, dessen Markt sich in den letzten Jahren zum größten Entertainment-Markt der Welt ausgebreitet hat. Selbstverständlich ist das Ziel von großen Konzernen, möglichst viel Geld aus diesem Markt zu gewinnen, aber eine Firma stach mit ihren unmoralischen Methoden immer so ein bisschen aus der Masse heraus. Nämlich EA. In 2012 wurde EA zur meistgehassten Firma der USA gewählt, in 2013 nochmal. Man könne meinen, EA gilt so ein wenig als Teufel der Videospiellandschaft und das hat natürlich auch seine Gründe. Um genau zu sein, 7 Gründe. EA hat es nämlich geschafft, die 7 Todsünden der Menschheit zu begehen. Electronic Arts wurde im Jahre 1982 von Trip Hawkins gegründet. Wie der Name schon verrät, soll es nicht um irgendwelche Technikprodukte gehen, sondern um Kunst. Hawkins wollte mit seinem Unternehmen den künstlerischen Aspekt von Videospielen in den Vordergrund stellen, sodass Designer und Softwareentwickler nicht nur irgendwelche Nerds sind, sondern als Künstler angesehen werden. Dies hob sich vor allem von Konkurrenten zur damaligen Zeit ab, wie zum Beispiel Atari, die ihre Entwickler teilweise nicht mal in den Credits nannten, aus Angst, andere könnten sie abwerben. Bei EA soll das anders laufen, die Mitarbeiter sind hier Künstler und sollen auch für diese behandelt werden, eine durchaus noble Intention. EA war damals tatsächlich bekannt für ihre kunstvoll gestalteten Cover, die an jene von Schallplatten erinnern können, wo ich ja bekanntlich ein großer Fan von bin. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Videospielbranche in eine kunstvollere Richtung zu bringen, was ein cooles, aber leider auch sehr großes Vorhaben ist. Eventuell sogar ein zu großes Vorhaben. Der Fall dieser Philosophie ließ nicht lange auf sich warten, denn Hawkins verließ EA im Jahre 1991, also nicht mal 10 Jahre nach der Gründung des Unternehmens. Er zog weiter und gründete stattdessen 3DO, was leider auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt war. Sein Nachfolger wurde Larry Probst, der das Unternehmen blitzschnell in eine andere, eher auf umsatzorientierte Richtung lenkte. Noch im selben Jahr wurde EA Sports gegründet und allgemein vergrößerte sich die Firma in dieser Zeit rasant zu einem weltweiten Player. Sie haben zu ihrer Anfangszeit zum Großteil auf PC-Spiele gesetzt, haben dann aber auch irgendwann angefangen für die Sega-Konsolen zu entwickeln. Die ersten Madden-Spiele, die ersten Golf-Spiele und irgendwann auch die ersten FIFA-Spiele schossen aus dem Boden und wurden zu großen Erfolgen. Es wurde angefangen, diese jährlich rauszupumpen, um die Spiele up to Date zu halten und EA festigte sich endgültig im Videospielmarkt. Von dem anfänglichen großen, noblen Vorhaben ist allerdings nichts mehr zu sehen. Es ist klar, dass sich eine Firma nicht von alleine vergrößert und so kaufte EA in den 90ern und 2000ern viele kleine Studios ein. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass sie extrem viele kleine Studios einkauften. Es gibt eine ganze Wikipedia-Seite über die Studios, die sich EA einverleibte. Und an dieser Tabelle kann man auch schon wunderbar das Vorgehen mit eben diesen gekauften Studios sehen, weil sie über die Hälfte nach deren Kauf einfach wieder getötet haben. Es verhält sich hier ungefähr wie bei einem Kaugummi. Man gönnt es sich und wenn es nicht mehr schmeckt, spuckt man es wieder aus. Nur, dass hier halt tatsächlich Menschen arbeiten, die EA nach verkackten Entscheidungen mit den Studios einfach wieder fallen lässt. Ein Paradebeispiel wäre hier Origin Systems, die sich 1992 von EA einverleibt wurden. Sie waren die Entwickler der Ultima-Reihe, durchaus populäre Fantasy-Rollenspiele. Man dachte sich also, man gönnt sich das Studio. Nicht zwangsweise, weil man mit den Entwicklern coole Projekte starten wollte, sondern einfach nur für die Ultima-Reihe, die man jetzt bis zum Geht nicht mehr ausschlachten wollte. EA hat die Mitarbeiter von Origin Systems dazu gedrängt, Ultima 8 und 9 schnellstmöglich fertigzustellen unter teilweise katastrophalen Arbeitsbedingungen. Der eigentliche Gründer von Origin Systems, Richard Garriott, hat sogar versucht dagegen vorzugehen, ohne Erfolg. Überraschung, die Spiele wurden unter Zeitdruck hingeklatscht, waren echt nicht so gut und kamen schrecklich bei den Fans an. EA schloss Origin Systems also, weil die Ultima-Reihe keine Erfolge mehr verzeichnen konnte, obwohl der eigentliche Grund dafür EA selber war. Maxis, die eigentlichen Entwickler von SimCity, tot. Bullfrog, die Entwickler der Syndicate-Reihe, tot. Westwood Studios, die Entwickler von Command & Conquer, tot. Unzählige Studios, die eigentlich gut liefen, hat sich EA einverleibt und dann später wieder fallen gelassen, meistens durch ihr eigenes Versagen. Aber nicht nur Studios wurden sich von EA gegönnt, auch zahlreiche Exklusivlizenzen. 1997 fing EA an, NASCAR-Spiele zu produzieren. Das waren so coole Autorennspiele, wo man seine Gegner wegbashen konnte. Die Spiele sind in den frühen 2000ern sehr gut bei den Käufern angekommen, aber das änderte sich nur innerhalb ein paar Jahre, weil die Spiele von Jahr zu Jahr immer schlechter wurden. Warum? EA hat 2003 die Exklusivlizenz für NASCAR-Spiele erworben. Vorher gab es nämlich noch andere Publisher wie Sierra, die jährlich NASCAR-Spiele rausgehauen haben und EA
musste sich tatsächlich Mühe mit ihren Spielen geben, um gegen diese Konkurrenz standhalten zu können. Seitdem dieser Wettbewerb durch das Einverleiben der Lizenz allerdings beseitigt wurde, müssten die Leute eh ihre Spiele kaufen und so wurden die Spiele immer schlechter, bis niemand mehr Bock auf NESCA hatte und 2010 aufgehört wurde, diese Spiele zu produzieren. Dasselbe machen sie übrigens auch schon seit Jahren mit anderen Sportarten wie Fußball und ist der Grund, wieso Konkurrenten wie PES nie die echten Namen der Spieler benutzen durften. Wenn wir schon bei FIFA sind, in FIFA 09 stand das erste Mal der Spielmodus Ultimate Team als Erweiterung zum Download zur Verfügung. In diesem Modus hat man die Möglichkeit, seine eigenen Teams zu erstellen, indem man sich Spieler kauft, sie mit anderen Spielern tauscht oder sie ersteigert. Die Punkte, mit denen das funktioniert, kann man bekommen, indem man Matches in dem Game spielt oder indem man Geld ausgibt. Hier hat es angefangen, dass man in Spielen, für die man schon Vollpreis bezahlt hat, weiterhin Geld ausgeben kann, um sich Vorteile zu sichern. Natürlich ist es kein Zwang, hier Geld auszugeben, aber wenn man sieht, was für krasse Spieler die anderen haben, bleibt einem fast nichts anderes übrig, als hier mitzuziehen oder halt direkt aufzugeben. Das sieht man vor allem an den Erträgen, die nur durch Ultimate Team zustande gekommen sind. Allein im Finanzjahr 2021 sollen es ca. 1,6 Milliarden Dollar gewesen sein. Aber Pay to Win ist nicht das einzige, bei dem EA versucht, Vollpreistitel auszuschlachten. Im Jahre 2008 hat EA den Publisher Pandemic Studios gekauft, nur um ihn ein Jahr später bereits zu schließen. Das Thema hatten wir ja bereits. Das Wichtige hierbei ist aber, dass dieses Studio der Entwickler von Star Wars Battlefront war, alte, aber sehr erfolgreiche PS2-Spiele. 2015 hat EA diese Spielereihe mit dem simplen Namen Star Wars Battlefront quasi wieder neu aufleben lassen, nur kam das Spiel leider auch wieder nicht so gut bei den Fans an. Gründe hierfür war das Fehlen einer Singleplayer-Kampagne und allgemein sehr, sehr wenig Content in dem Spiel. EA hatte aber natürlich direkt eine passende Lösung parat gehabt, nämlich einen Season Pass mit DLCs, die ungefähr nochmal genauso viel kosten wie das eigentliche Game schon. Um seinen Content zu bekommen, muss man auf ein Vollpreisspiel also nochmal Vollpreis obendrauf zahlen. Starke Sache auf jeden Fall. Videospiele können tatsächlich sehr ambitionierte Projekte sein, bei denen man merkt, wie viel Zeit und Mühe in diese reingeflossen sind. Man kann EA nicht absprechen, dass teilweise großartige Videospiele aus ihrem Hause kommen. Die Mass Effect Spiele, vor allem die ersten beiden, wurden von EA gepublished und sind wirklich echt nice Spiele. Wenn man sich die Spielebibliothek von EA aber mal genauer anschaut, dann fällt einem auf, dass sie immer mehr auf Produkte setzen, die eben nicht so ambitioniert sind. EA sieht Ableger ihrer Spielereien nämlich oft als Fließbandprodukte, zumindest kann es einem so vorkommen. Jedes Jahr ein neues FIFA, das gefühlt immer weniger Fans zufriedenstellen kann, es sich aber trotzdem gut verkauft und deshalb einfach so weitergemacht wird. Man könne in den heutigen Tagen solche Spiele auch per Update aktuell halten. Es gibt an sich keinen Grund, jedes Jahr ein neues Spiel für Vollpreis anzubieten, das nur ein paar kleine Neuerungen mit sich bringt. Außer halt das Geld, und wer kann es ihnen verübeln, wenn sie diese Chance ergreifen, wenn es trotzdem jeder kauft? Der wahre Shitstorm ging bei dem Nachfolger des Reboots los, Star Wars Battlefront 2. Man muss EA wirklich zugutehalten, dass sie tatsächlich auf die Kritik des Vorgängers gehört haben. Es gab nun eine Kampagne und man merkt, dass sich bei dem Spiel wirklich Mühe gegeben wurde, die Spieler mit Content zu versorgen. Außerdem war das einzige DLC zu dem Spiel eine optionale Story-Erweiterung, die vollkommen kostenlos war und für jeden zur Verfügung stand. Das bedeutet keine überteuerten Season-Pässe mehr. Es war so, als hätte EA wirklich aus ihren Fehlern gelernt. Wären da nicht andere Online-Games auf dem Markt, die scheinbar echt viel Geld durch ihre Lootboxen verdienen? In Spielen wie CSGO hat sich das Gambling mit Lootboxen bereits zu einem großen Markt mit einer eigenen Community entwickelt. Eigentlich haben alle großen Online-Games Lootboxen, das ist auch an sich echt nichts Schlimmes, weil es sich hier nur um kosmetische Angelegenheiten handelt. Neue Skins für deine Waffen oder deine Heroes, man hat dadurch keinerlei Vorteile in dem Game, es sieht einfach cooler aus. Und genau hier haben wir den Knackpunkt. In Star Wars Battlefront 2 konnte man die Star Cards, die Fähigkeiten oder Perks aktivieren, fast nur mit Hilfe der Kisten bekommen. Entweder indem man die Karten direkt zieht oder mit Hilfe von Rohstoffteilen, die man ebenfalls ziehen muss. Diese Fähigkeiten bieten einfach einen klaren Vorteil in den Matches und benachteiligen Spieler, die sich keine Boxen kaufen. Außerdem waren elementare Charaktere wie Darth Vader oder Luke Skywalker ebenfalls nur freischaltbar, indem man unzählige Stunden das Game ballert oder sich diese halt für echt Geld kauft. Der Aufschrei war riesig. EA hat mit ihrem Statement auf Reddit den All-Time-Downvote-Rekord geknackt und zahlreiche Staaten haben Ermittlungen wegen Child Gambling eingeleitet, zum Beispiel Belgien, die Boxen komplett verboten. Disney höchstpersönlich, die Besitzer von Star Wars, mussten einschreiten und EA dazu bringen, die Lootboxen komplett abzustellen, bis sie ein System gefunden haben, das kein Pay-to-Win beinhaltet. Im März 2018 kam das System zurück, das nur noch kosmetische Belohnungen ausspuckte und auch die freischaltbaren Charaktere
Charaktere wurden um ein Vielfaches günstiger gemacht. Der Schaden war aber bereits angerichtet. Eine gute Sache an der Situation ist aber, dass Star Wars Battlefront 2 tatsächlich eine große Diskussion zu dem Thema angeregt hat und Entwickler jetzt wohl nochmal nachdenken, bevor sie Lootboxen in ihr Spiel integrieren. Das ist nur eine kleine Sache nebenbei, aber ich find's super lustig, dass als Battlefield 5 angekündigt wurde, viele Fans mal wieder super sauer auf EA waren. Das Spiel sollte im Zweiten Weltkrieg spielen, aber viele Designentscheidungen sprachen dagegen, wie die Tatsache, dass da Leute mit Gesichtsbemalungen waren und der Hashtag NotMyBattlefield trendete. Der Chief Creative Officer bei EA, Patrick Söderlund, hat ein wütendes Statement abgegeben mit der Message, entweder ihr akzeptiert es oder ihr kauft euch das Spiel nicht. Die Leute haben sich das Spiel nicht gekauft. Patrick hat EA noch im selben Jahr verlassen. Wir haben bislang nur über EA und ihren Umgang mit uns Kunden geredet, aber wirklich kritisch wird es, wenn es die Mitarbeiter und somit das direkte Leben von Leuten beeinflusst. Die Chefs bei EA sind nämlich scheinbar ziemlich geil auf Geld, koste es, was es wolle. Das Crunchen ist allgemein ein sehr großes Problem in der Videospielindustrie. Mitarbeiter werden praktisch gezwungen, ungesunde Überstunden einzulegen, um noch auf Krampf irgendwelche Deadlines einzuhalten. Es kam 2004 an die Öffentlichkeit, dass Mitarbeiter bei EA teilweise 100 Stunden die Woche arbeiten mussten, aber nicht weil sie crunchen, sondern einfach regulär. Wie das an die Öffentlichkeit kommen konnte, war ein Blog von Aaron Hoffman, die geschrieben hat, dass ihr Mann jeden Tag von 9 bis 22 Uhr bei EA arbeiten musste, auch am Wochenende. Dieser Blog hat so großes Aufsehen erlangt, dass EA hier tatsächlich fortan mehr auf seine Mitarbeiter geachtet hat. Das Crunchen vor Deadlines blieb aber natürlich nicht aus, bis heute. Mass Effect Andromeda ist mit schrecklichen Animationen und zahlreichen Bugs released worden wegen Crunch. Anthem, das nächste Spiel von BioWare, das mit sehr großen Erwartungen entgegengefiebert wurde, war verbuggt und hatte kein Content wegen Crunch. Klar wurden die Spiele mit der Zeit immer weiter gefixt, aber es kann ja kein Industriestandard werden, unfertige Spiele rauszubringen mit dem Gedanken, ja, machen wir später fertig. Egal wie man es dreht und wendet, es scheint wirklich haufenweise Gründe zu geben, weshalb EA als Teufel der Szene angesehen wird. Das Ziel eines Unternehmens sollte es immer sein, ihren Gewinn zu maximieren, das steht außer Frage, aber ab dem Zeitpunkt, wo es auf Kosten der Produkte und des Erlebnisses der Konsumenten geht, wird es kritisch. Man sollte die Moral niemals hinter das Geld stellen, oder was sagst du dazu, EA? Wir sind Electronic Arts, wir machen digitale Kunst und die kostet halt. Ich meine, das ist dir ja bewusst, was für teuer, was für Abzocke. Was ist denn mit euch los? Oder bekommt man einen Da Vinci für ein paar lausige Euro? Das ganze Team von Electronic Arts steht auf den Malediven, während treue Zocker glauben, dass sie kaufen, was sie kriegen. Doch was sie nicht wissen, ist, dass wir an Mikrotransaktionen von verkauften Taktikspielen circa tausendfach verdienen. Wir wollen nicht mehr Need for Speed, sondern lieber Need for Cash. Kiddies ticken auf den Streets für ein paar FIFA-Sticker-Packs. Ganz egal, wie gut du bist und wie viel du auch spielst. Du bist nie so gut wie ein gekauftes Team auf dem Week. Und wenn das Game beginnt, dann kannst du dich drauf verlassen. Es geht um Pay to Win und unsere klingenden Kassen und damit schnappen wir uns jetzt auf das Spielgenre der Formel 1. Kohle Scheffel, so wie Robert Geist. Wir wollen euer Geld. Schnelle Hilfe von dem netten Kundendienst. Kriegst du safe, wenn du gut verdienst. Gebt uns euer Geld. FIFA hat so viele Bugs, nicht cool. Doch beim nächsten Game wird alles gut. Wir wollen euer Geld. Belgien verbietet unsere Lootbox. Der Rest der Welt entspannt wie Snoop Dogg. Gebt uns euer Geld. Hasse in der Hinterhand. Ihr zockt bis Mitternacht. Wir zocken Kinder ab. Yo, danke fürs zu Ende schauen dieses Videos hier. Den ganzen EA-Song findet ihr unten in der Videobeschreibung oder hier in der Endcard. Checkt den auf jeden Fall aus. Danke auch an Hockey fürs Zeichnen der super süßen EA-Bilder. Danke für jeden Patreon, der mich supportet. Allgemein danke für jeglichen Support. Ich bin da wirklich super dankbar. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Ciao.